Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Spiel The Room 2. Der Nachfolger von The Room, wer hätte es gedacht, ist der zweite Teil von einem kleinen Rätselspiel, ist von den Fireproof Studios, steht unten links. Und ich habe mir gedacht, ich spiele es mal, ich stehe auf Rätselspiele, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, weil das eins der wenigen ist, die mal auf Deutsch sind. Und wir spielen das Tutorial zuerst. Klicke jetzt hier die Maus, ja, das ist schon klar, alles klar. Doppelklicke auf die Notiz. Wenn meine Berechnungen stimmen, müsstest du hier herauskommen. Willkommen, mein Freund, es gibt viel mitzuteilen. Sehend bist du noch nicht, doch ich habe dir etwas hinterlassen, das dich sehend macht. Auf dass dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss es in diesem Raum verbergen und es deiner Schleue überlassen, es zu finden. Ich bin nicht der einzige Geist an diesem Orte. Okay. Schau dir das Okular an. Die Linse ist kaputt. Hier. Alles klar. Wow. Nicht schlecht. Okay. Zoome weiter heraus, um den Raum zu sehen. Doppelklinge auf den anderen Tisch. Die runde Kiste. Okay, drücke den Knopf. Alles klar. Ah ja. Ein Puzzle. Wir können das... das ist ja... Jawohl. Ah, okay. Ist auch noch relativ einfach. So. Ah, da haben wir die Linse. Genau. Funktioniert. Ah, okay. Kleines Stück geformtes Metall. Okay. Was ist denn das da? Achso, da habe ich glaube schon rausgeholt, ne? Was haben wir denn hier? Da haben wir noch was. Guck mal. Okay, da lese ich aber jetzt nicht durch. Also ich lese nicht vor. Wer es lesen möchte, Pause machen. Ich lese es im Stillen dann durch. Da sind zwei Sachen unterstrichen. Enormen Wert und äußerst mächtiges. Okay. Alles klar. Hier ist auch irgendwas. Was haben wir denn da? Komisch, dass er so nachzieht. Ist ja normal? Weiß ich nicht. Wollte ich ja gar nicht. Pass mal auf, wir gucken mal hier. Ich denke mal, das passt da rein. Gehe ich mal stark von aus. Nee. Okay. Was ist das? Ah. Oha. Was? Sieht aus, als fehle ein Teil. Da vielleicht? Nee. Ja, habe ich verstanden. Ist gut. Da. Was ist denn hier? Aha. Da wird es aber theoretisch reinpassen. Aha. Ein Teil haben wir. Ein Teil fehlt noch. Das heißt, wir müssen irgendwie... Haben wir denn an der Kiste vielleicht noch irgendwas? Nee. Da haben wir das. Hier könnte etwas eingesetzt werden. Okay. Da waren wir auch schon, ne? Da haben wir auch alles. Was hat er mit den Dingern hier auf sich? Kann ich aber auch nicht draufklicken. Wir haben nur den Tisch. Die beiden. Aha. Guck mal hier. Da ist ein Zeichen.
Da ist ein Zeichen. Und zwar dieses da. Kann ich den Tisch vielleicht drehen oder so? Ne. Hätte ja sein können, ne? Ne. Das Zeichen ist da hinten an der Wand. Da. Da fehlt ein Teil. Kann ich den auch hier wieder zuklappen? Ne, schade. Hätte mal klappen können. Was haben wir denn noch hier? Haben wir irgendwas unten drunter? Da fehlt ein Teil, ne? Sechseckige Form. Aber da fehlt ja auch ein Teil. Warte mal. Kann das vielleicht sein? Was ist denn damit? Die Linse sagt nichts, okay? Das Okular. Aber warum kann ich den Deckel angucken? Aber hier kann ich doch nichts machen, oder? Warum kann ich den Deckel angucken? Ach, da war die Linse. War da nicht die Linse? Nee, war nicht die Linse dann. Oder? Hm. Da kann ich nicht mehr dran. Irgendwas muss doch an der Kiste sein. So aufmachen kann ich sie nicht. Ich muss da auf jeden Fall irgendwas reinmachen. Aber was? Oder hat das irgendwas mit dem Zeichen da auf sich? Weil das Zeichen ist da hinten an der Wand, aber da komme ich nicht dran. Da. Kann ich hier noch irgendwas anklicken? Ich glaube eher nicht, oder? Da ist Licht. Was ist denn mit den... Ja, da fehlt ein Teil, das ist klar. Aber ich kann ja nichts sehen, ne? Schade. Was ist denn mit den Dingern hier? Auch nix. Hm. Ja, das ist der Brief, das ist klar. Da ist auch ein Zeichen. AS. Hier war am Tisch dran. Auch nicht. Das mit denen? Da, warte mal. Was war das? Warum hat der... Achso, der hat nur geglänzt wegen Dingens. Ja. Wegen der Sonne. AS, aber da ist ja, glaube ich, hier... kein Zeichen. Was ist das für Dinger hier? Ich kann das Ding aber auch nicht drehen oder so, ne? Das auch nicht. Hm. Das ist aber schwierig gerade. Aha. Aha. Da ist es. So, dann gehen wir mal hier hin. So. Geil. Was ist das? Oha. Aber doch. So, jetzt kann ich noch die Kugel rausholen. Objekt Messingkugel. Ah, ich weiß auch schon wo. Wahrscheinlich da. Wusste ich doch. Ein Auge. Aha, S. Moment. Ich glaube, ich weiß wo.
Moment. Fünf Buchstaben. Da nicht. Toll. Was sollen da dann für. Ma. NWSO. Ist das ja nur. NWSO. Enorm kann es schon mal nicht sein. Wert kann es auch nicht sein. Kann man da vielleicht hinten dran gucken oder so? Nicht? Der muss irgendwo versteckt sein. Ja, wo denn? Leider sehe ich nichts hier, oder? Irgendwo? Tja. Was sagt denn hier der Brief? Kann ich da irgendwas sehen? Vielleicht? Aha. S-E-S-W-N. Alles klar. S-E-S-W-N. S-E-S-W-N. Alles klar. S-E-S-W-N. Aha. Was ist das? Ein Medaillon. Mit Pfeilen drauf. Alles klar. Das kommt doch bestimmt da rein, oder? Nein. Das hätte ich jetzt aber eigentlich erwartet. Da kommt es auch nicht rein, höchstwahrscheinlich. Da vielleicht rein? Ne. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das kommt da rein. Okay. Kommt er dann hier rein vielleicht? Ne. Mit Feuer. Aha. Ja. Aha. Viereckiges Medaillon. Das passt da, glaube ich, eher rein. Da hinten. Hier. Zack. Was ist das? Schön, dass ich das sehe. Da ist Nummer 1. Okay. Da ist Nummer 2. So soll die Zeichen anleuchten, okay. Da ist das dritte. Sehr gut. Haben wir alle. Aha. Ach du Scheiße. Was? Was kann ich hier machen? Ich kann ja gar nichts machen. Ach, ich muss wahrscheinlich so gucken, dass man das sieht. Dieses Zeichen. Aha.
Wahrscheinlich eher von der anderen Seite, wa? Ja, sieht fast so aus. So. Auch nicht, von unten. Ne, oder? Von oben? Warte mal. Moment mal. Das wäre so im Prinzip sogar. Ziemlich richtig. Oh, so ist es, alles klar. Alles klar. Und da ist eine Tür. Coole Sache. Kapitel abgeschlossen. Dann würde ich sagen, dann war's das erstmal für die erste Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten für einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde The Room 2. Tschüssingen.